Oh mein Gott, Leute! Ich sehe ja wirklich aus wie Alpha Stein! So, ich bin nicht Alpha, ich bin iCrimex. Oh mein Gott, das sind wirklich zu viele Leute. Hey Leute, Crimex hier. Was geht ab, hier Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute und Freunde. Es ist was richtig Schlimmes passiert. Don Alpha und Alpha Stein und der gesamte Alpha Clan und die Mafia haben mich komplett fertig gemacht, Freunde. Ihr habt es vielleicht schon bei Alpha Stein gesehen in seinem Video. Die haben mir einfach mein Bentley weggenommen, meinen Lamborghini Urus. Die haben meine Autos kaputt gemacht, meinen Paul Berger Limoladen überfallen und weggenommen. Und ich habe absolut kein Geld mehr, Leute. Das ist mein letztes Deck Geld. Es läuft überhaupt nicht gut bei uns, Leute. Wir befinden uns im Krieg und wir müssen Alpha Stein fertig machen. Also lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir uns zurückkämpfen. Denn, Freunde, ich habe mir natürlich schon einen Plan überlegt, Leute. Ja, ich wäre ja nicht iCrimex, wenn ich nicht sowieso einen Plan hätte. Und den werde ich euch nämlich jetzt mal genau zeigen. Ich gehe jetzt mal in mein Haus rein, Freunde. Und zwar, Freunde, ich habe mich natürlich schon auf was... Warte mal. Los, mitkommen Security. Das ist doch hier schon wieder Alpha Stein. Leute, was will Alpha Stein hier bei uns? Ich wollte euch gerade unseren geheimen Plan verraten. Don Alpha hat mir erklärt, wie das hier funktioniert im Business. Wie? Was willst du hier, Alpha Stein? Du hast mein ganzes Geld. Ich bin hier, um mein Schutzgeld heute zu holen. Los! Ihr habt doch schon meinen Laden und verdient damit Geld. Ich hab nichts mehr. Noch mehr Geld. Don Alpha hat mir gesagt, du hast hier noch ein bisschen Geld versteckt. Ich hab wirklich gar nichts mehr. Mein Tresorraum ist leer. Alles ist leer. Du kannst gucken, wenn du willst. Ich hab nichts mehr. Ich nehme dein Möbel mit. Ich kann auch Möbel mitnehmen. Lass meine Möbel in Ruhe. Wir wollen Bares, wir wollen Scheine. Es gibt Scheine. Ja, okay, gut. Au, ey, Leute, ich bin sein Security. Schießt hier auf mich. Leute, ich gebe ihm einfach, nicht mein ganzes Geld. Hier, das ist alles, was ich habe. Das ist nicht alles. Du hast noch mehr. Doch, das ist alles. Oh mein Gott, Leute, ich habe nicht mal eine Waffe, um mich wehren zu können. Ey, aua. Ich bin gleich tot. Okay, ich bin tot, hier, das ist wirklich alles, was ich habe. Oh Mann, ey. Für die Firma und für die Mafia. Danke, das war's. Morgen kommen wir wieder, Bro. Alter, was? Morgen kommen die wieder? Ich hab nichts mehr, Leute. Sogar meinen Laden haben die mir abgezogen. Mann. Freunde, wir müssen unbedingt dagegen was unternehmen. Wir gucken mal, was die machen. Okay, der Security steigt ein. Ey, Leute, Alpha Stein ist jetzt richtig im Mafia-Business angekommen. Der wird da von so einem Security die ganze Zeit hier in so einer Mercedes-V-Klasse rumgefahren. Alles nur wegen seinem komischen Cousin Don Alpha irgendwie, weil der so eine fette Mafia... Was macht der denn da hinten, Leute? Der kann ja nicht mal... geradeausfahren, der Bummi. Aber Leute, ich wollte euch ja gerade was verraten. Ich wäre ja nicht iCrimex, wenn ich mir nicht einen Plan gemacht hätte, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Freunde, und zwar, es gibt eine Sache. Es tut mir leid, dass ich euch die immer verschwiegen habe. Aber genau für diesen Augenblick habe ich das nämlich verschwiegen, Leute. Ich habe ein Geheimnis für euch. Und zwar, ihr kennt ja alle meinen geheimen Tresorraum hier, ne? So, zack. Ist ja an sich eigentlich kein Geheimnis mehr. Da war ja mein ganzes Geld gebunkert. Aber, Freunde, es gibt einen weiteren Geheimraum hier in meiner Villa. Den habe ich euch nie gezeigt, weil ich eben das nicht wollte, dass Alpha Stein das mitbekommt, falls mal der Moment gekommen ist, falls mal der absolute Notfall eintrifft. Und diesen Geheimraum werde ich euch jetzt zeigen. Also gut aufgepasst. Und zwar, Leute, vielleicht, vielleicht habt ihr euch mal gedacht, was ist eigentlich hier hinten, Freunde? Hier ist nämlich noch ein Badezimmer, ja? Hier ist auch eine Dusche, die funktioniert natürlich auch. Und, Freunde, es gibt hier nämlich einen geheimen Raum, Leute. Und zwar befindet sich hier in diesem Block eine geheime Tür. Diese Tür, die kann man nämlich auf und zu machen und die können wir hier aufmachen, Leute. Die können wir hier durchgehen und dann befindet sich hier nämlich mein geheimer Bunker. Haha, für Notfälle, Freunde. Wer hätte gedacht, dass sich hier noch ein Geheimraum befindet? Da können wir hier einmal auf die Luke drauf klicken, Leute. Dann gehen wir hier runter. Warte, wir müssen natürlich hier auch die Luke wieder zumachen. Wir müssen hier einmal schließen. Zack, dann gehen wir hier runter, Freunde. Und jetzt ist hier eine passwortgesicherte Tür und das ist auch alles hier gehärteter Stahl. Also das kann man hier nicht abbauen. Die Tür kann man nicht abbauen. Auch das hier kann man nicht abbauen. Das ist hier wirklich alles komplett gesichert. Hat mit einem Passwort, Leute. Das ist ein top-secret geheimes Passwort. Das dürft ihr nicht weiter verraten. Und jetzt schaut euch das hier mal an. Ich habe hier nämlich automatisierte Geschütze aufgestellt. Das Ganze habe ich gebaut zu der Zeit, als wir noch viel Geld mit unserem McDonald's und Paul Berger Limoladen verdient haben, Leute. So, das Ganze sind hier nämlich zwei Maschinengewehre, Leute, zwei Geschütztürme, die automatisch auf mein Gesicht reagieren, beziehungsweise auf alles reagieren, was nicht mein Gesicht ist, Leute. Mich schließen die nämlich nicht an und jeder andere, der hier reinläuft, wird hier nämlich direkt auseinandergeschossen, Leute. Zack, dann geht's hier weiter. Nochmal eine gepanzerte Tür. Und hier sind wir in meinem geheimen Untergrundbunker. Hier habe ich alles im Blick, Freunde. So, schaut euch das hier mal an, Leute. Hier habe ich natürlich auch noch ein geheimes, ja, so ein Krankenhausbett. Falls mal irgendwas passiert, Leute, falls wir mal verletzt angeschossen sind, haben wir hier natürlich auch ärztliche Versorgung. Hier sind Kameramonitore. Hier habe ich auf jeden Fall auch noch eine Kiste, wo Munition drin ist. Hier ist meine geheime
geheime Agentenausrüstung, Leute. Wenn ich das anziehe, ja, falls wir irgendwie mal auf geheimer Mission sind, haben wir hier so Tarnklamotten. Dann haben wir hier ein paar Wurfsterne, Waffen natürlich am Start. Hier noch ein Nachtsichtgerät, Leute. Guck mal, das zeige ich euch mal. Das ist richtig cool. Das können wir aufziehen und dann haben wir hier so Nachtsichtoptik. Also ich habe hier das ganze coole Agentenzeug auf Lager. So, zack, das ziehen wir aber jetzt schön mal wieder aus. Und Freunde, hier habe ich natürlich auch noch alles auf Kameraüberwachung. Hier sehen wir immer, was draußen in der Stadt so los ist. Und hier haben wir noch so ein paar Hacker-Monitore. Hier können wir natürlich alles in der Stadt hacken, Freunde. Wie findet ihr unseren geheimen Bunker? Und ich habe sogar noch eine Erfindung, die habe ich euch noch nicht gezeigt. Und zwar, Freunde, ich habe eine Skin-Veränderungsmaschine, Freunde, ja? Guckt euch das hier mal an. Hier können wir nämlich reingehen, hier eingeben, in wen wir uns verwandeln wollen. Zum Beispiel in Alpha-Stein und so. Und dann können wir hier in die Maschine reingehen und dann werden wir uns verwandeln in diese Person, Freunde. Und heute werden wir nämlich auf geheime Missionen gehen. Wir werden uns heute nämlich als Alpha-Stein verkleiden und uns dann in die geheime Alpha-Stein-Mafia einmischen, zu seinem Cousin Don Alpha als Alpha-Stein verkleidet. Und dann werden wir die Mafia von innen heraus zerstören. Das ist mein geheimer Plan, Freunde. So, wir werden jetzt erstmal in diese Skin-Veränderungsmaschine gehen. Wir werden jetzt hier erstmal eingeben. Zack, zack, zack. Wir wollen uns in Alpha-Stein verwandeln. So, und dann gehen wir hier rein, Freunde. Oh mein Gott, ich hoffe, mein Plan wird aufgehen. Wir werden uns jetzt verändern in 3, 2, 1, let's go! Oh, oh mein Gott, Leute! Ich sehe ja wirklich aus wie Alpha-Stein. Warte mal, kann ich auch wie Alpha-Stein machen? Hör ich mich an wie Alpha-Stein? Keine Ahnung, Leute. So, wir gehen jetzt hier mal raus. Oh mein Gott, ich hoffe, wir werden nicht erkannt, Freunde. So, das ist ja schon mal hier ganz gut. Jetzt schnappen wir uns natürlich hier mal noch ein paar Waffen, Leute. Guck mal, hier Wurfsterne nehmen wir mit. Boah, 64 Wurfsterne haben wir hier im Inventar. Wir müssen uns natürlich hier einmal komplett ausrüsten, weil, Freunde, wir wollen natürlich die gesamte Mafia stürmen. So, warte mal, wir nehmen mal hier alles mit, was wir haben. Zack, zack. Oh, hier. Oh, eine Pistole. Boah, ein Scharfschützengewehr wäre, glaube ich, auch noch wichtig. So, oh mein Gott. Okay, wir sind richtig krass ausgerüstet. So, jetzt sehen wir doch aus wie ein kleiner, friedlicher Alpha-Stein. Und dann, wenn wir in die Nähe von Don Alpha kommen, dann werden wir uns den packen. So, jetzt gehen wir hier noch einmal an unsere Munitionskiste ran. Natürlich auch hier Passwort gesichert. Schnappen uns hier noch alles an Munition, was wir brauchen. Ey, Leute, wir sind so krass ausgerüstet. Schau mal, ich kann hier auch Leute mit einem Wurfstern ausschalten. Wenn es mal ganz leise sein muss, dann machen wir einfach zack. Können wir hier einfach Wurfsterne durch die Gegend werfen? Okay, Leute, wir gehen jetzt raus. Aber warte mal, eine Sache fällt mir gerade ein. Ich hoffe, die Geschütze greifen mich jetzt nicht an, weil ich ja auch anders aussehe. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Ich hoffe, die erkennen irgendwie meine DNA oder so. Oh, liebes Geschütz. Okay. Oh, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Okay, okay. Das ging gerade nochmal gut, Leute. Wir gehen jetzt raus. Wir gucken jetzt erstmal, wo Alpha-Stein ist. Ich vermute mal, dass er sich in seinem Haus befindet. Und wir dürfen natürlich nicht bemerkt werden. Wir müssen Alpha-Stein jetzt erstmal ausschalten. Denn wenn er uns bemerkt, Leute, wird er natürlich seinen Cousin Don Alpha warnen, dass da gerade ein Doppelgänger unterwegs ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. So, Scharfschützengewehr nehmen. Ist er drüben in seinem Haus? Ich sehe da zumindest seinen Security gerade. Oh, ich sehe ihn da in seinem Haus drüben, Leute. Wir sehen ihn. Okay. Okay, Freunde. So, warte mal. Wir schleichen uns da mal an. Wir müssen jetzt auf kompletten Agenten-Style hier einmal leise in sein Haus einbrechen. Ich baue das hier mal ab. Wir versuchen jetzt mal hier irgendwie vielleicht hier durch die Gartentür mal in sein Haus einzubrechen. Und dann müssen wir den ausschalten, ohne dass er es bemerkt und ohne dass sein Security das auch bemerkt. Okay, wir gucken mal. Oh, oh mein Gott, Leute. Guck mal, da ist er. Da ist er, Leute. Was machen Sie mit dem ganzen Geld von Max? Sie können Döner kaufen gehen. Sie können durch die Stadt. Oh mein Gott, der Eklige. Er wirft damit mein Geld rum. Security, ist irgendwas los? Was? Wurde was gefunden? Der Security hat geschossen. Willst du? Ich kann mich schnell verstecken. Ich geh mein Geheimbuch. Oh mein Gott, der Security hat uns gesehen. Oh mein Gott, der hat echt eine gute Security, Leute. Wir müssen den Security ausschalten. So, stopp jetzt hier mit dir. Ah, Leute, der darf hier nicht zu viel wissen. Der darf hier nicht zu viel wissen. Okay, zack, wir haben ihn ausgeschalten. Das war knapp, Freunde. Das war knapp. Wir müssen mehr aufpassen. Wir müssen vorsichtiger sein. Alpha-Stein hat gesagt, er geht in seinen Geheimbunker rein. Wir kennen uns natürlich auch schon in Alpha-Steins Haus aus und deshalb weiß ich, wo sein Geheimbunker ist. Und zwar befindet der sich nämlich hier hinten. So, der hat hier nämlich einen Geheimbunker. Oha, oha, der hat hier Laserstrahlen und da ist eine Kamera. Zack, erstmal kaputt schießen. Okay, wir müssen jetzt den Tresor aufbrechen. Wir müssen den Tresor aufbrechen. So, oh mein Gott, da ist noch ein Security. Da ist noch ein Security. Zack, ausgeschalten. So, Alpha-Stein. Entweder du kommst jetzt raus oder ich werde deinen Tresorraum hier aufsprengen. Kannst du nicht, das riecht jetzt sicher, dann kriegst du dich kaputt. Warte mal, wie siehst du eigentlich aus? Du siehst aus wie ich und du heißt wie ich. Leute, warte mal, wir müssen hier die Laserstrahlen erstmal ausschalten. Bam! So, Alpha-Stein, deine Laserstrahlen sind weg. Was? Du kannst die mit den Türen machen, das erkennst du mein Gesicht.
So, denkst du, hä? Denkst du, ich hab hier nicht... Was? Oh, oh, da ist doch schon wieder ein Security. Okay, jetzt reicht. Du hast mich getroffen, aua, das bin ich. Jetzt reicht's. Du hast mich getroffen. Der kriegt hier ein paar Wurfsterne ab. Zack. Oh mein Gott, oh, die Wurfsterne bringen gar nicht so viel. Wie viele Securities hat der denn? Oh mein Gott. Okay, der ist weg. Du hast mich getroffen, Security. Was soll das? So, Hände hoch, Alpha-Stein. Ich kann das erklären. Wieso kannst du die Tür aufmachen? Wieso hast du mein Skin? So, ja, weil ich aussehe wie du. Wie hast du gemacht? Oh mein Gott, Leute. Er hat einen Gesichtsscanner hier an der Tür. Natürlich reagiert die auch auf mich, weil ich so aussehe wie er. Ohne meinen Ausweis kommst du eh niemals durch. So, ach, dein Ausweis. Gut, dass du mir das sagst, Alpha-Stein. Ohne Ausweis kommst du nicht voran. Das bringt überhaupt nichts. Gib mir deinen Ausweis her. Warum soll ich dir den geben? Gib mir deinen Ausweis her. Aber das ist mein oder einer ist auf meinen Namen. Okay, okay, okay. So, ich bin jetzt du geworden. Wow, warte mal, Leute, er darf Don Alpha nicht warnen. Okay, gut, dass wir ihn ausgeschalten haben. So, gut, Freunde. Oh mein Gott, wir haben jetzt sogar Alphasteins Ausweis. Und wir haben ihn erstmal ausgeschalten. Das heißt, er ist jetzt erstmal aus der Stadt raus, Freunde. Alter, da steht sogar ID-Card Alphastein. Oh mein Gott, Freunde. Damit können wir uns jetzt zu dem Mafia-Anwesen von Don Alpha einschleichen, Freunde. Und wenn uns da jemand fragt, dann haben wir sogar den Ausweis von Alphastein. Okay, wir schnappen uns sogar sein Auto. Ey, Leute, das ist auf jeden Fall... Das ist der Plan, ist 100% sicher. Das wird niemals rauskommen. Wir schleichen uns jetzt auf das Mafia-Anwesen ein. Und dann werden wir die komplette Alphastein-Mafia von innen heraus zerstören, Leute. Und dann holen wir uns natürlich unseren Paulberger Limoladen zurück. So, wir fahren jetzt zu dem Anwesen hin. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Alphastein hat das hier nämlich neu bauen lassen für Don Alpha. So, okay, wir fahren da jetzt mal hin. Mal gucken, Freunde, ob das hier funktioniert. Oh, Leute, schau mal, da vorne stehen sogar schon die ersten Schläger. Oh Gott, ich hoffe, die fallen da drauf rein. Ich hoffe, die reagieren da drauf. So, gut, wir parken jetzt hier mal unser Auto. Okay, okay, ich bin Alphastein. Mach die Tür auf. Ich hoffe, ich an wie Alphastein. Okay, also die greifen mich zumindest schon mal nicht an. Das ist gut. Die Schranke können wir auch öffnen hier mit unserer Karte und das Tor funktioniert auch. Oh mein Gott. Ey Leute, jetzt müssen wir aber richtig aufpassen. Wir müssen auch auf den richtigen Moment jetzt warten, um Don Alpha auszuschalten. Da vorne steht er. Dimitri, ich musste endlich wieder einkaufen gehen. Ein bisschen schrubben. Ich brauche neue Lederlackschuhe. Was ist das, Dimitri? Oh, hallo Alpha, wie geht's? Hallo, hallo Alpha. Don Alpha. Du klingst ein bisschen komisch. Was ist mit deiner Stimme los? Dimitri, hast du vielleicht Tabletten für ihn? Oh, Leute, ich hoffe, der ja... Halsschmerzen, Halsschmerzen. Ich verstehe. Bitte hol Tabletten, Gesundheitstabletten, irgendwas. Hast du irgendwas? Heilungstrank? Oh mein Gott, Leute, er glaubt mir. Das ist gut, er glaubt. Dimitri, geht für dich holen. Der geht alles holen für dich. Ja, deine Stimme nicht gut. Leute. Komm, wir gehen erstmal essen. Warum essen, komm. Oh mein Gott, er bemerkt uns einfach nicht. Er checkt das nicht. Aber das Krass ist halt auch einfach, wir heißen sogar Alphasteine, Leute. Das ist zu krass, Freunde. Guck mal hier im Chat, wir heißen sogar wirklich Alphastein. Ey, das ist wirklich, der Plan ist sicher. Wir haben bis jetzt noch nicht mal hier unsere Ausweiskarte gebraucht, Freunde. Aber das ist schon mal gut. Okay, wir müssen jetzt auf den richtigen Moment warten. Wenn wir hier Don... Ich bin auch sehr dankbar für diese Anwesen. Du hast das extra für mich gebaut. Ich bin dir sehr dankbar. Und deswegen habe ich Geschenke für dich. Ich habe neue Waffen für dich. Oh, er zeigt uns sogar Geschenke. Danke. Okay, ich hole aus meiner Hosentasche raus. Die Waffe einen Moment. Ich warte kurz. Okay. Meine Hosentasche. Oh nein, ich wollte ihn gerade ausschalten, aber da kommt jetzt hier gerade die Wache. Es sind zu viele Wachen hier auf dem Anwesen. Wir können das nicht machen, wenn wir dürfen nicht bemerkt werden. Danke. Wir tranken der Heilung. Welche Waffe haben wir hier? Oh, diese schöne Waffe. Guck mal, ich habe extra für dich gekauft. Oha. Ich habe aus Ausland importiert, hier hingebracht. Und jetzt für dich, guck. Danke. Dimitri, guck mal, gefällt dir Waffe, Dimitri? Danke. Oh Leute, ich hoffe, er bemerkt mich nicht. Bitte. Irgendwie. Dimitri, das ist immer noch nicht gesund, das ist immer noch komisch. Deine Stimme nicht normal. Oh mein Gott, Leute, der stellt hier komische Fragen. Halt's Dimitri, weh. Kannst du mal gucken? Wo ist eigentlich dein. Oh, ich hau ihn, Dimitri. ich weiß, ich stelle eigentlich nie die Frage, aber du bist komisch, hast du deinen Ausweis dabei? Oh Leute, der fragt nach dem Ausweis, den haben wir uns ja zum Glück geholt. Ja, natürlich, Don Alpha. Okay, Leute, so, wir geben ihm natürlich hier die Karte.
okay, alles gut, ich verstehe, okay. Na gut. Oh mein Gott, Leute, das war knapp. Zum Glück hatten wir unsere Ausweiskarte dabei. So, okay, Freunde. Gut. Dimitri behält trotzdem Auge. Irgendwie, der ist komisch heute, ich weiß nicht. Oh, oh, der will uns vielleicht im Auge behalten. Wir müssen jetzt bedroht von jemandem. Vielleicht wird er bedroht von jemandem. Wir müssen den richtigen Moment abwarten, wie wir den ausschalten können. Oder wir brauchen irgendwas gegen den in der Hand, eine Schwäche oder sowas. Wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Don Alpha, ich bin müde, ich leg mich hin. Ja, geh auf Couch, okay. Kein Problem, leg dich hin, leg dich hin. Okay, sehr gut, Freunde. Wir müssen uns hier ein bisschen unbeobachtet bewegen. Wir müssen irgendwo eine Schwäche hier auf diesem Anwesen finden. Dimitri, behalte ihn im Auge, jetzt komisch. Behalte ihn im Auge, Dimitri. Er sagt, dass er mich im Auge behalten will. Okay, Freunde. So, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Am besten müssten wir irgendwie so einen Tresorraum oder sowas hier finden. Oder irgendwo, wo der seine Schätze aufbewahrt. Irgendeine Schwäche von dem brauchen wir. So, okay, das ist ja hier alles komplett dunkel hier drin. Guck mal. Und wo der hinläuft. Okay, okay, okay. Wir müssen irgendwie mal kurz den beobachten. Vielleicht führt der uns dann irgendwo hin. Hier, da läuft der entlang. Ich werde ihn jetzt hier mal ein bisschen beobachten, Leute. Oh, der hat gesagt, wir gehen zum Safe. Zum Tresor, Leute. Okay, da müssen wir hinterher, da müssen wir hinterher. Aber wir dürfen nicht bemerkt werden. Ey, der läuft auch die ganze Zeit nur mit seiner Wache rum, mit seinem Security. Das ist voll schwer, den mal alleine zu erwischen. Der ist hier die Tür durch. Wir müssen schnell hinterher, Freunde. Wo ist er lang? Komm, Dimitri. Wo ist er lang, Leute? Ich glaube, der ist hier lang. Oh, oh ja, da vorne sehe ich ihn, da vorne sehe ich ihn. Okay, komm, 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 komm. Ganz langsam, ganz langsam. Ich hoffe, wir werden nicht bemerkt, Freunde. Okay, jetzt einmal hier hinterher. So. Oh mein Gott, da ist ein geheimer Tresorraum. Brauch mir Geld, Dimitri. Okay. Wir müssen wieder das Schutzgeld holen, ein bisschen. Langsam Kasse knapp. Gott, was hätte der mich gesehen, Leute, sein Schläger. Okay, okay, okay. Da hinten ist wohl sein Tresor. Oh. Für Familie ein bisschen Geld. Ich hab mitgenommen. Oh mein Gott, ich hoffe, der hat mich gerade nicht... Oh, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, Leute. Lass mich nicht sehen. Das war knapp. Dimitri, komm, Dimitri, da komm. Das war knapp, Leute. Wir gehen jetzt ein bisschen Tennis spielen, Dimitri. Tennis spielen. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, wie knapp war das gerade? Ich dachte, die hätten mich gesehen. Okay, die sind da unten beschäftigt, müssen Tennis spielen. Sehr gut. Das ist jetzt unser Moment, Leute. Das ist unser Moment. Wir gehen da jetzt mal rein. Okay. Okay, Leute. Ich meine, es bringt uns ja nichts, den einfach nur auszuschalten. Was? Nein. Nein, das ist ja so eine fette Tür. Ey, Leute, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Das bringt ja gar nichts. Die Waffen bringen ja auch nichts. Ey, nein. Was ist laut? Warum ist was laut? Okay, Leute, ich glaube, es bringt nichts mehr, jetzt hier den langsamen Weg zu gehen. Wir müssen Don Alpha uns jetzt packen, ihn erpressen, dass er uns das Passwort für die Tresortür verrät. Wir müssen jetzt hier Action machen. Laut, wir müssen gucken gehen. Da ist Don Alpha. Jetzt werde ich seine Wache ausschalten. So, Don Alpha! Dimitri, nein! Warum, Alpha, warum? So, ich bin nicht Alpha, ich bin iCrimex. Deswegen deine Stimme so komisch, ich wusste. So, Waffe jetzt weg. Wo ist der richtige Alpha? Warum sieht's aus wie Alpha? Alpha-Stein habe ich beiseite geschafft. Gib mir deine Waffe. Du hast so große Fehler hier. Du weißt, wer ich bin. Ich weiß alles von dir. Du hast einen großen Fehler gemacht, als du dich mit mir angelegt hast und meinen Paulberger Limoladen geklaut hast. Ich weiß, wo deine Firma ist. Ich weiß, wo dein Haus ist. Ich weiß alles. Ich weiß auch, wo dein Haus ist. Wir sind zufälligerweise gerade in deinem Haus drin, Junge. So, mach die Tresortür auf. Ich kann nicht aufmachen. Wie, du kannst nicht aufmachen? Nur mit dem Auge, ich kann aufmachen. Mach die Tür auf. So, rein da, vor. Du machst einen großen Fehler, Krimax. Mach die Tresore auf. Ja, du, der hat hier sogar einen Bedrock-Bunker. Mach auf, los. Ist auf. Oh mein Gott. Leute, hat der hier viel Geld. Das ist das ganze Geld, was er von uns geklaut hat. Guck, was du nimmst. Oh mein Gott, okay. So, Don Alpha. Ja, alles gut. Ich habe meine Taschen voll gemacht. Aber ganz ehrlich, du hast mein Geld zerstört. Dann werde ich jetzt auch mal dein Geld zerstören. Raus da. Wie? Du kannst kein einziges Netz rein. Raus aus dem Bunker, aus dem Tresor, habe ich gesagt. Raus da, los vor die Tür. Redest du mit mir? Du wirst sehen, du. So, okay, Leute. Zack, zack. Wir werden jetzt hier erstmal schön überall TNT platzieren. Ich werde seinen ganzen Bunker in die Luft jagen. Du machst das nicht. Ja, mache ich nicht. Das siehst du jetzt aber. Ich werfe da jetzt einen Molotow-Cocktail rein. Das machst du nicht. Lass Oh mein Gott, wir haben Don Alpha in die Luft gejagt und sein ganzes Geld und sein halbes Haus zerstört. Okay, Freunde, das ist jetzt, glaube ich, der Moment, um abzuhauen. Ich glaube, die ganzen Securities kommen. Hört ihr das? Der Alarm ist angegangen. Der Alarm ist angegangen. Leute, müssen hier sofort von dieser Insel runter. Oh mein Gott, Leute, schaut euch mal die ganzen Securities an von Don Alpha. Die kommen alle zu mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, wir kommen hier niemals lebend von dieser Insel runter.
Oh, wow. Oh mein Gott. Ey, das sind, wie viele sind das? Deine ganzen Wachen sind hier. Oh, müsst ihr alle ausschalten? Müsst ihr alle jetzt hier auf richtig taktisch schlau ausschalten? Okay, warte mal. Vielleicht können wir da hinten irgendwo abhauen. Vielleicht hat er da hinten ein Boot oder ein Jetski oder sowas stehen. Oh, verfolgen die mich noch da? Oh, die suchen mich. Sehr gut. Da hinten irgendwas stehen, Leute? Nein, Freunde. Nein, das ist gar nicht gut. Oh, die kommen. Oh, nimm das, Leute. Wow. Oh. Ey, wir haben nur noch halbes Leben. Wir müssen irgendwie von dieser Insel runter. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie wir das schaffen. Zack. Oh, okay. Die ersten haben wir ausgeschalten, aber ich glaube, da warten noch mehr auf mich. Ich weiß aber, dass am Eingang noch mehrere Autos waren. Wir müssen uns ein Auto schnappen und hier runter. Hier stehen leider nirgendwo Boote. Komm schnell zum Eingang, Leute. Oh mein Gott, hier ist ja noch einer. Okay, weg mit dem. So, okay. Kurz durchschnaufen, Leute. Wir müssen was essen. Wir müssen uns nämlich unbedingt hier runterkämpfen. Wir gucken mal übers Dach hier. Wir haben ja zum Glück ein Scharfschützengewehr. Oh mein Gott, da kommen noch mehr. Zum Glück haben wir noch ein Scharfschützengewehr. Warte mal, ich guck mal, ob wir die hier aus Distanz ausschalten können. Und bam! Zack, einen ausgeschalten. Bam! Oh, das ist sehr gut. Wir können ja aus der Distanz ein paar wegschießen. Zack, okay. Aber, Leute, schau mal, da vorne sind die Autos. Komm runter hier, wir müssen hier runter. Und, zack, noch einen weggeschossen. Da sind auch noch welche am Eingang. Zack. Oh mein Gott, das sind wirklich zu viele, Leute. Ich habe auch keine Granaten mehr oder sowas. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen uns hier wirklich durchkämpfen. Oh, für die Freiheit! Ba. Oh mein Gott, Leute, wie mächtig der ist. Wie viele der hat. Oh mein Gott, die schießen zurück. So, komm, wir müssen jetzt irgendwie nur schnell in ein Auto reinkommen. Das sind noch mehr. Oh, okay, Leute, einfach nicht lang reden. Schnell ins Auto rein. Oh, zack. Komm. Und schnell ins Auto rein. Schnell in die V-Klasse. Oh, ihr kriegt mich niemals. Oh, ja, Leute, wir haben es geschafft. Die kriegen mich nie. Oh, nein. Nein, die haben sich auch Autos geschnappt, die verfolgen uns. Okay, jetzt müssen wir mal zeigen, wie gut wir hier fahren können. Ey, Leute, die ganzen Securities rennen mir hinterher. Oh, ich versuche die jetzt hier mal abzuschütteln in der Stadt, Leute. Oh, komm. Ey, nein, die holen voll auf. Oh mein Gott, ja, einer ist vorbeigefahren. Einer von den... Oh mein Gott, nein, ich habe einen Unfall gebaut. Oh, das war's für uns. Die sind alle bei uns. Oh, nein, das sind zu viele. Leute, wenn ich das hier nicht schaffe, dann war es mir eine Freude, mit euch hier Minecraft gespielt zu haben. Stück für Stück müssen wir die ausschalten. Ey, ich weiß, wie wir das schaffen können. Wir locken die in unseren Keller rein, mit unseren Geschütztürmen. Ja, ich lasse die mir einfach alle hinterherlaufen. Und dann laufen die einfach schön in unsere Geschütztürme rein. Perfekt. Und hier meine Securities. Schießt auf die. Oh, nein. Oh, okay, die Securities können nichts. So, schnell. Einfach hier runter. Hallo, hier hinten bin ich. Kommt doch hinterher. Oh, so. Jetzt hier schnell einmal hier runter. Folgen die mir, Leute. Oh, die kommen rein. Ja, hier, genau, hier bin ich. Alter, Leute, ich lasse die voll in die Falle reinlaufen. Oh, Leute, die müssten jetzt eigentlich hier gleich runterkommen. So, mein Passwort 1234. Okay, Freunde, wir gehen jetzt mal hier rein. Ich hoffe, die wissen nicht, dass mein Passwort 1234 ist. Und jetzt gucken wir einfach auf unseren Monitor und lassen mal gucken, was unsere Geschütze mit denen hier machen. So, oh, bam. Guck mal, die kommen hier reingelaufen und werden einfach automatisch hier zerstört. Ey, die sind wirklich zu krass, unsere Geschütze. So, ich glaube, war es das schon? Waren das die letzten, die mir hinterher verfolgt sind hier, Leute? Oh mein Gott. Da ist ja noch einer. Hey, Leute, wie kommt der denn hier rein? Naja, ist ja auch egal. Oh, guck mal, die versuchen wieder reinzukommen. Oh, komm, versucht. Das Passwort ist 1234. Okay, Freunde, also ich glaube, wir haben alle Wachen von Don Alpha ausgeschalten. Jetzt werden wir uns auch endlich mal wieder einen vernünftigen Skin holen, weil wir sehen ja aktuell noch aus wie Alpha-Stein, Leute. So, zack, erstmal wieder hier alles schön einprogrammieren, Freunde. Dann gehen wir hier rein und wir werden nochmal unseren Skin wechseln, Leute. Let's go! Oha, Leute, und wir sind wieder iCrimex. Let's go! Ey, Leute, das war ein Tag in meiner Agentenbase. Wir haben uns gerecht bei Don Alpha und waren als Alpha-Stein unterwegs, Freunde. Also, ich glaube, der Paul Berger Limo-Shop gehört wieder uns. Lasst ein Like und ein Abo da. Und da hat, glaube ich, gerade nochmal jemand versucht, hier runterzukommen. Naja, Freunde, also dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer iCrimex.